Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge vom Spiel East Shade. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, das werden wir gleich wissen. Na gut, wer die letzten Folgen gesehen hat, der weiß, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar im Gasthaus. Wir haben einige Sachen gemacht. Wer nicht weiß was, der schaut einfach eine Folge zurück. So, wir setzen fort. Ja. Ich habe hier wieder meinen Kaffee. Frisch gebrüht aus den Bergen Kolumbiens. Ja. So, wir sind hier bei Nika im Gasthaus. Und es geht weiter an. Ja, also. Wir reden mal mit diesem Kollegen hier. Wir hatten hier einige Schiffbrüche. Ein Riff umgibt die Bucht, daran liegt das. Das sollte den Handelsverkehr jedoch nicht zu sehr aufhalten. Ich bin froh, dass du nicht zu Schaden gekommen bist. Okay. Ich hatte großes Glück. Ich arbeite fast jeden Tag an den Docks. Falls du jemals Fragen über Lindo hast, komm einfach vorbei und ich werde versuchen, sie dir alle zu beantworten. Habe ich, lieber Doruk? Und zwar wählen wir ein Thema. Und zwar Lindo. Lindo ist ein schönes Hafenstädtchen. Außer den Blütenbäumen haben wir allerdings nicht viel zu exportieren. Und die meisten Touristen sind heutzutage Leute auf der Durchreise. Leute auf dem Weg von oder nach Nava. Stoff? Stoff, davon haben wir eine Menge. 6 Stoff erhalten. Hier, diese Bahnen sind für den Warentransport zu zerrissen. Aber vielleicht kannst du ja etwas damit anfangen. Sehr gut. Dankeschön. Bis später. Inventar öffnen, um eine Leinwand herzustellen. Also Tab-Taste. Ja. Werden wir eine Leinwand herstellen? Keine Bilder oder Leinwand. Achso, hoppala. Ich habe ja. Du hast noch keine Bilder oder Leinwand, steht so bei der Leinwand fertig. Habe ich ja gedrückt. Ah, öffnet eine Bastelwerkstatt, ja, genau. So, wir machen eine Leinwand. Wir haben 9 Stoff, 3 Bretter. Das heißt, ja, Bretter brauchen wir halt wieder. Wir können haben einiges an Stoff. Das heißt, wir machen eine Leinwand, eine geht sich aus. Hier findest du deine Leinwände und Bilder. Du kannst auf P darauf zugreifen. Ist okay. Und wir haben es geschafft, eine Leinwand wieder herzustellen. So, dieser Couch, der geht mir, ihr wisst eh schon wohin. Ja, du siehst gut aus. Waren ansehen. Thema können wir nicht wählen. Nein, zurück. Werden wir Waren ansehen. Schauen wir, was sie jetzt noch so hat. Lindo-Aufguss. Werden wir ein paar kaufen gleich. Lindo-Aufgüsse. Wir haben eh noch Wiesenkräuter mit. Da können wir gleich schauen, wie viele wir haben. Wieder Wiesenkräuter mit haben wir 5. Das ist im Moment einmal ausreichend. Und ihr seht hier eine Leinwand. Gut, gehen wir es weiter an. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen umschauen wieder. Und ich würde sagen, dass wir etwas sammeln, um nach Nava zu kommen. Ah, kommen zu können. Also, wir werden erst sammeln und dann nach Nava gehen. Ich glaube, diese Dame kann uns etwas erzählen. Ah, ein neues Gesicht. Falls du demnächst mal eine Kutsche nach Nava brauchst, komm zu mir. Ich glaube, wir machen uns auf nach Nava, oder? Bring mich nach Nava. Ich sagte demnächst, jetzt gerade geht es nicht. Oh, die Tiefer. Okay. Warum? Du bist neu hier und warst noch nie in Nava. Es ist nicht weit und der Spaziergang ist die Mühe wert. Alle, die nach Nava kommen, sollen erst zu Fuß dorthin gehen. Ich werde dir nicht diese wunderbare Erfahrung rauben. Naja, ist okay. Sehr streng, aber okay. Und falls du dir Sorgen wegen der Zollbrücke machst, dann solltest du wissen, dass du den Zoll bezahlen musst. Egal, ob ich dich transportiere oder nicht. Jeder muss beim ersten Mal zahlen. Ja. Okay, ja, genau. Hier haben wir schon mal eine Feder. Die können wir auch für etwas gebrauchen. Ah, hier haben wir Stoff. Hier haben wir eine Wurzel.
Stoff. Hallo Kittys, die Katzen. Wieder Stoff. Stoff, sag ich. Was ist denn da passiert? Was sind wir da jetzt? Okay. Bisschen Loot. Tut gut. Okay. So. Dann schauen wir mal, was wir so finden können. Ich hoffe, es wird jetzt nicht dunkel. Ich glaube, es wird aber gerade irgendwie schon ziemlich dunkel. Die Sterne leuchten am Himmel schon. Denn es wird eisig kalt. Aber ich habe ja Met. Kräutermet. Wurzeln einsammeln. Ich weiß dann noch nicht, für was man die Wurzeln braucht. Aber ich glaube, ich werde es erfahren. Noch rechtzeitig. Schauen wir, was hier oben ist. Hier ist ein Turm. Der verlassene Turm. Verlassene Turm. Okay, da ist gesperrt. Verschlossen. Ein verlassener Turm. Er ist verschlossen, da haben wir nachgetragen. Schauen wir gleich einmal. Ein verlassener Turm. Ich habe einen eingeschützten Turm an der südlichen Küste von Eastshade in der Nähe von Alt Lindau gefunden. Na gut. Ja, hier. Ja. Gut, es stehen die Quests, ja, das weiß ich eh. Gut, so. Gut, ich gehe jetzt mal zurück ins Dörfchen. Es wird nämlich jetzt dunkel. Aber ich brauche ja gar nicht im Moment. Ich kann eigentlich ganz gut überleben mit meinen Kräutertränken. Ich habe sicher 6 davon. Was ist hier drüben? Ich schaue noch kurz einmal, was das hier drüben ist. Ah, hier sitzt jemand. Ich wollte gerade in die Stadt gehen, um den anderen zu erzählen, dass du wohl auf bist. Du kannst doch selbst dahin gehen. Folge einfach dem Weg. Ah, das ist der Ingolf. Ja, da, weil er anders angezogen ist, glaube ich, als beim ersten Mal. Das war der Ingolf. Ja, okay. Ich dachte mir, da ist jetzt jemand anderer. Gut. Okay, hier haben wir Blüten. Was ist das jetzt genau? Weißer Blütenbeutel. Eine weiße, knollige Frucht. Sie klingt hohl. Bretter bräuchten wir. Gehen wir mal. Aha, hier sitzt jemand. Hier steht jemand. Das ist nicht so aus, als wärst du von hier. Ich bin der Sheriff dieser Insel. Freut mich, dich zu treffen. Kann ich dir irgendwie helfen? Keine Ahnung. Hast du hier viel zu tun? Ich habe Gerüchte über Esan gehört. Hast du hier viel zu tun? Ja, ich bin ziemlich beschäftigt. Es geht aber nicht immer nur um Verbrechen. Nur manchmal. So, it is about that too. Okay. Anything else? Sonst noch was? Thema wählen. Zurück, da kam. Sonst noch was? Bis später. Also, er hat mir nichts mehr zu sagen. Hier ist ein Fischer.
Oh, hallo, du bist neu hier, richtig? Willst du wohl über die Brücke, ja? Ich hoffe, du hast genug Schimmersteine dabei. Das ist nicht kostenlos, weißt du? Ja, ich weiß. Die Regel ist, dass du einmal zahlst und sie dann so oft überqueren kannst, wie du willst. Was machst du hier? Wo kann ich Schimmersteine bekommen? Was machst du hier? Oh, ich? Ich bin ein Fischer. Ich fange Fische, koche Fische, verkaufe Fische, sowas halt. Dann nein. Aber meistens stehe ich hier und angle. Manchmal gehe ich auch in die Stadt, aber nicht sehr oft. Was trägst du da alles mit dir rum? Sieht schwer aus. Bist du irgendwie Malerin oder so? Ja, bin ich. Weißt du was? Vielleicht kannst du mir doch ein paar Schimmersteine aus den Rippen leiern. Es gibt ein Pavillon in Lindau. Richtig hübsches Plätzchen. Vielleicht warst du dort schon einmal? Ich möchte jedenfalls ein Bild vom Pavillon. Pavillon, okay. Ich werde es für dich malen. Der Pavillon ist leicht zu finden. Er ist direkt hinter dem Gasthaus. Und ich will ein Bild vom Pavillon aus, nicht vom Pavillon. Es ist die Aussicht, nicht das Gebäude, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, neue Aufgabe, Kunst für einen Fischer. Werde ich marken? Wie viel Schimmersteine kostet diese Brücke? Das muss ich jetzt einmal schauen. 60 Schimmersteine. Ich habe nicht 60 Schimmersteine. Ich habe hier nur 25. Also, ich glaube, ich habe zu viel des Guten eingekauft. Okay. Das heißt, ich male ihm jetzt vom Pavillon aus etwas. Warum laufe ich auf einmal so schnell? Keine Ahnung. Egal. Also, Pavillon. Hinter dem Gasthaus. Okay, hier oben. Aber ist es nicht sinnvoll, ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, jetzt ein Bild zu malen, wenn es nicht wirklich Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang ist. Hier haben wir aber ein schönes Plätzchen. Ich glaube, das werde ich malen. Ja. Und zwar jetzt. Kunst für einen Fischer aktualisiert. Ja! Sehr gut! Das ist gut. Dann werde ich zum Fischer zurückgehen. Kaffee leer und die Folge gleich ebenfalls. So, jetzt wird es, glaube ich, kalt. Es wird schon finster. Es wird schon dunkel. Gehen wir zum Fischer zurück. Fisches Fritz fischt frische Fische. Sag das einmal 10-mal hintereinander schnell. Ah, jetzt geht's los. Das heißt, ich werde Wiesenkräuter mit trinken. Ihr seht, wenn ich eines trinke, dann geht's mir gut. Hier unten links seht ihr, wie die Zeit abläuft. Das heißt, ich kann auch zum Fischer gehen, in Ruhe zum Fischer gehen, bekomme ich ein paar Schimmersteinchen dazu. Hallo Fischer, wenn du immer noch nicht aussiehst von Pavillon für mich malen willst, dann denk dran, dass der Pavillon gleich hinter dem Gasthaus ist. Ich habe ja schon... Na schau, hör einer an, du hast ja aus dem Pavillon gemalt. Machst du das Bild verkaufen? Natürlich. Bild anbieten. Kunst für einen Fischer beendet. Najim, ich werde es ihm geben. Na sowas, das habe ich mir. Da habe ich mir was Hübsches gefangen. Sehr gut. 25 Schimmersteine erhalten. Boah, das ist viel. Jetzt habe ich 50, haha. Kannst du mir noch was erzählen? Danke nochmal fürs Bild. Okay, gut. Ja. Ah, ich brauche nicht mehr viel Schimmersteine. Was ist denn das hier? Also, ich dachte mir, das hieß jetzt jemand. So. Dann
geht es weiter. Hier kann ich nichts mehr tun. Dann gehen wir zurück ins Dörfchen. Denn da ist jetzt nichts mehr zu tun. Okay, ich gehe zurück ins Dörfchen. Gehen wir ins Gasthaus. Hier hinten. Da drin ist der Esan gewesen. Der interessiert mich nicht, dieser Kerl. So, kann man hier mit jemandem hier reden? Nein, kann man hier nicht mehr. Gut. Das war's, liebe Leute. Ich bedanke mich für euer Zuschauen wieder. Ich hoffe, euch hat diese Folge ebenfalls gefallen und ihr bleibt weiterhin dabei. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt East Jade. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Der Kaffee ist alle und die Folge ist fertig. Also ich bedanke mich nochmal. Ich sage wie immer, Game Over. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Und ciao.